Jo, Freunde, Zellos hier und damit herzlich willkommen zur Ankündigung für das bevorstehende Projekt Poketuber Interview, Freunde. Ein Format, ein Projekt, was es in der deutschen Szene noch nicht gibt. Und in diesem Format möchte ich natürlich mit verschiedenen Poketubern in Zukunft ein Interview führen. Ja, in den nächsten Wochen, Monaten, was ich anschließend dann natürlich als Video auf meinem Kanal hochladen werde. Und da seid ihr gefragt, denn ihr könnt immer zu den jeweiligen Poketuber eure Fragen stellen, die ich dann im Interview dran nehmen werde. Und zwar wird das erste Interview mit dem guten Daniel, also Pokémon Tutul TV sein. Ja, wer ihn noch nicht kennt, schaut mal in die Videobeschreibung, dort ist der Link zu seinem Kanal. Aber ich denke mal schon, dass ihn jeder von euch kennen müsste, ja. Ist ja ein Urgestein der Pokémon-Szene. Und da dachte ich, okay, frage ich ihn und er möchte mitmachen, ja, er möchte das erste Interview mit mir führen, beziehungsweise ich führe das erste Interview mit ihm und deswegen brauche ich eure Fragen, denn ich werde das Interview so aufbauen, dass ich eure Fragen zuerst dran nehmen werde, wahrscheinlich nicht alle, je nachdem wie viele es sind, im Video dann einblenden werde und am Ende des Interviews werde ich dann noch ein paar Fragen von mir an ihn stellen, die ein bisschen spezifischer sind, Freunde, ja, ein bisschen lustiger sind. Freut euch da auf jeden Fall drauf. Ich bin auf jeden Fall mega, mega, mega gehypt auf dieses Projekt. Und es wird aber sehr, sehr viel Arbeit kosten, Freunde, ja. Deswegen nicht böse sein, wenn das jetzt nicht jede Woche oder sowas kommt. Denn ich denke mal, das erste Interview, also ich werde dieses Video natürlich hier nutzen, um eure Fragen zu sammeln. Dann werde ich das Video mit ihm aufnehmen. Dann muss es geschnitten werden. Ich möchte mir sehr, sehr viel Mühe dabei geben. Deswegen wird das, denke ich mal, in so, ja, maximal 2 Wochen online kommen, das Video mit ihm, das also das Interview mit ihm. Und ich denke mal, so in 2, 3 Wochen jedes Mal diese Abschnitte wird dann immer ein neues Interview kommen. Je nachdem, wie ich das zeitlich schaffe oder wie das der andere Aufnahmepartner, der andere Poketuber dann schafft, mit mir dann aufzunehmen. Und ja, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich werde das dann so aufbauen, dass ich eure Fragen nehme, höchstwahrscheinlich nicht alle, ja, und dann meine Fragen am Ende des Videos dran nehme. Wie ich das genau gestalten werde, bin ich mir noch nicht sicher, höchstwahrscheinlich, wie gesagt, werde ich die Fragen einblenden. Habt ihr aber noch Ideen, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare und wenn ihr das Projekt feiert, supportet gerne, Freunde. Support ist kein Mord, Daumen nach oben da lassen, Kommentar schreiben, entweder die Fragen an den guten Pokémon-Tutor oder ihr könnt mir Verbesserungswünsche, Vorschläge mir reinschreiben, wie ich das im ersten Interview genau aufbauen könnte, ja. Und damit bin ich raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, Freunde, teilt das Video, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Haut rein, bis dann und...